sprechen. Warum hilfst du mir nicht? Du bist wertlos, herzlos, selbstsüchtig und... Alles in Ordnung? Nein, es ist alles nicht in Ordnung. Bitte, es geht um meine Jungs. Sie sind verschwunden. Ich habe sie seit Stunden nicht gesehen. Mo ist 13, Scotty ist 16. Bitte. Jungs in dem Alter reißen schon mal aus. Nicht meine Jungs. Sie sagen mir immer, wohin sie gehen und wann sie zurückkommen. Diesmal war es nicht anders, aber ich habe bald Geburtstag. Es wäre typisch für sie, sich in Schwierigkeiten zu bringen, weil sie eine Überraschung planen. Ich würde sterben. Verstehst du? Wenn ihnen was zustößt, dann... Okay, ich kann versuchen, sie zu finden. Als Pilger habe ich viele Spuren verfolgt. Was? Ein Pilger? Du hast Glück, dass es hier um meine Kinder geht. Ich weiß, welche Art Menschen zu Pilgern werden. Ansonsten würde ich nichts mit dir zu tun haben wollen. Ich möchte nur helfen. Wo soll ich zuerst suchen? Genau hier. Manchmal spielen sie bei der Kirche mit so einem dreckigen kleinen Jungen. Ich schau mal nach. Du bleibst hier und wartest. Vielleicht planen sie ja eine Überraschung zu meinem Geburtstag. Aiden, ich hörte, du warst in den Außengebieten. Hey, ich suche nach zwei Kindern, Scott und Mo. Mo? Das ist mein neuer bester Freund, wissen Sie? Nach Buddy natürlich. Hast du ihn heute gesehen? Heute nicht, nein. Aber er und Scott kommen in letzter Zeit oft zum Spielen zu mir und Buddy. Am Anfang hat Buddy ihnen nicht getraut, aber jetzt haben wir echt viel Spaß. Kennen Sie Buddy? Buddy ist mein Hund. Sie haben ihn nicht gesehen, oder? Ziemlich groß, dichtes schwarzes Fell, rennt Bällen hinterher wie ein Welpe, ist aber schon ziemlich alt. Nein, aber ich dachte sowieso, dass Haustiere im Bazar nicht erlaubt sind. Was ist mit Mo und Scott? Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Wer weiß. Aber Buddy... Buddy ist ein Streuner. Er kommt jeden Tag her und spielt mit mir. Ich würde ihn ja mit nach Hause nehmen, aber mein Onkel erlaubt's nicht. Irgendwann vielleicht. Hey, schon gewusst? Dass Hunde nur schwarz-weiß sehen, ist gar nicht wahr. Ich habe zwei Spielbälle und Buddy holt immer nur den blauen. Sein Lieblingsball. Das ist ja wirklich toll, aber ich muss jetzt wirklich weg. Scott und Mo finden. Es ist echt total toll. Ich weiß super viel über Hunde. Wussten Sie, dass Hunde 10 verschiedene Laute machen können? Och, Buddy, wo ist dieser Hund nur? Hör mal, Junge, ich habe wirklich keine Zeit für eine Hundeschule. Okay, okay. Wenn Sie keine Hunde mögen, hätten Sie mir das auch sagen können. Ich hab nicht... Egal jetzt. Ich sag dir Bescheid, wenn mir Buddy über den Weg läuft. Erstmal muss ich Scott und Mo finden. Warten Sie! Ich habe eine Idee! Das Bazar-Tor, natürlich! Warum sollten Mo und Scott am Bazar-Tor sein? Keine Ahnung. Ich meine Buddy. Dort gibt es überall Knochen, weil... Naja, Sie wissen schon. Buddy buddelt am Tor immer wie wild. Tut mir leid, Junge, aber ich habe gerade keine Zeit für Buddy. Ich hab's eilig. Nach Menschenknochen buddeln finde ich ziemlich unheimlich. Aber Scott und Mo finden's irre witzig. Warte... Also waren Scott und Mo am Ende gar nicht hier draußen? Weißt du, wo sie sonst noch sein könnten? Wenn Sie sie so dringend suchen, schauen Sie doch mal in der King William the Ninth Road. Scott hat uns da in der Nähe gezeigt, wie man Marder jagt. Danke für den Tipp. Keine Sorge. Sobald ich sie gefunden habe, schaue ich nach Buddy. Danke, Mister. Das hoffe ich doch. Vielleicht wird Buddy dann auch Ihr Freund. Verdammte Biomarker. Sie sind wie Ketten. Ich wünschte, ich könnte mich loseisen. Geh rein, Aiden. Bleib in der Nacht nicht draußen. Da kommen die Monster raus. Ugh.
Bist du wegen der Sparker-Karte hier? Wonach suchst du bei Sparker? Was meinst du damit? Naja, weißt schon, manche Leute kommen nur wegen einer Sache hierher. Ich bin mit meinem Kopf gerade ganz woanders. Ich suche nicht unbedingt nach der großen Liebe. Gut. Ich nämlich auch nicht. Oh, also darf ich dich auf einen Drink einladen? Klar, sag mal, hättest du was dagegen, ab und zu auf meinen Mo aufzupassen? Meinen Sohn? Warte mal, was? Würdest du nicht gern Zeit mit ihm verbringen? 13-Jährige sind echt toll. Das beste Alter eigentlich. Du könntest ihm ein paar Parkour-Tricks zeigen, ein bisschen Kampfsport. Weißt du, Mo könnte eine Vaterfigur gut brauchen. Warte mal, du bist bei Sparker, weil du einen Babysitter suchst? Er ist kein Baby. Hast du nicht zugehört? Ich hab doch gesagt, ich hab einen Job auf einer Farm. Also, wie wär's mit einem Beutel Kartoffeln pro Stunde? Also, du hast bestimmt einen tollen Jungen und ich würde dir auch gerne helfen, aber bei mir ist einfach gerade zu viel los, okay? Klar, Aiden, schon kapiert. Viel Glück bei all dem. Mo! Scott! Scott? Seid ihr hier? Eure Mutter? Mo! Scott! Da lang! Wir haben ihn fast! Deine Mutter hat mich geschickt. Wo ist dein Bruder? Wir haben gespielt und dann ist der Hund weggelaufen und... Mo! In welchem Stockwerk ist Mo? Zweiter Stock, nein, dritter oder vielleicht vierter. Ich weiß nicht. Bitte, hilf meinem Bruder. Geh zurück zum Bazar. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich. Pass auf die Infizierten auf. Yeah!
ganz ruhig. Alles gut, alles gut. Du bist in Sicherheit. Es ist da draußen. Es hat uns angegriffen. Der Hund hat uns gerettet. Armer, kleiner Hund. Und wir... Dir geht es gut und du bist in Sicherheit. Alles klar? Schau mich an. Deine Mutter hat mich geschickt. Sie sucht euch. Komm raus. Es ist wieder da. Ich komm nicht raus. Tür zu. Schnell. Gut, bleib hier. Ich sehe nach. Geh nicht weg. Lass einfach die Tür zu. Komm da raus. Es ist vorbei. Du bist in Sicherheit. Bist du sicher? Ist das wirklich tot? Ja. Was hattet ihr beide hier eigentlich zu suchen? Wir sind nur rumgelaufen. Und wir haben das Bellen gehört und sind rein. Aber dein Bruder sagte, ihr hättet mit dem Hund gespielt und der ist dann da reingelaufen. Ja, das meinte ich doch. Was auch immer du gemacht hast, ich verurteile dich nicht. Jeder macht Fehler. Ich lüge nicht. Ich sage die Wahrheit. Wir sind hierher, weil der Hund, er hat das Ding angegriffen. Buddy hat uns gerettet. Sonst wären wir... Wir können nichts mehr für ihn tun. Du verstehst nicht. Es ist unsere Schuld. Wir haben ihn hier reingescheucht, weil wir ihn gejagt haben. Warte, gejagt? Den Hund? Warum zum Teufel jagt ihr einen Hund? Für Mama. Für ihren Geburtstag. Wir haben gar nichts. Wir haben nicht mal was zu essen. Aber wir wollten nicht, dass sie hungert. Nicht an ihrem Geburtstag. Und als wir den Hund mit diesem Jungen spielen gesehen haben, mit Dominik, da, naja, hatten wir halt eine Idee. Dreh dich um und schau nicht her. Oh.
ist jetzt vorbei. Geht zurück zu eurer Mutter. Zum Putzen. Und sie kann die Axt schwingen. Angst vor Flitter. Na, das scheint mir nicht sicher. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. So leer, wie ein Lagerhaus nur sein kann. Nicht mit mir. Zum Henker bist du hier. Bist du das, Pilger? Du hast hier nichts verloren. Wie bist du reingekommen? Du bist Benny, oder? Lass uns reden. Das gefällt mir nicht. Dodger hat dich geschickt, stimmt's? Sag ihm, er kriegt sein Geld schon noch. Aber noch habe ich es nicht. Warte, Benny. Du hast also Schulden bei Dodger? Hat Dodger dich nicht geschickt? Nein. Wie viel schuldest du ihm? Du bist der Einzige, der einen Grund hatte, das Mehl zu stehlen. Du Bastard! Meinst du, du hättest dir das sagen, nur weil du das Wasser angestellt hast? Lieg ich falsch? Dir sage ich gar nichts. Verpiss dich! Benny! Nimm Kräuter. Fieber, Kräuter. Durchfall, da bist du auf dich. Ich hab meine Kids seit Monaten nicht gesehen. Hier stimmt, was machen wir den Typen fertig? Bist du Benny? Yeah.
Hey, ich habe nichts getan. Ehrlich jetzt. Bitte lass mich gehen. Erst will ich ein paar Antworten. Ehrliche Antworten. Hast du das Mehl geklaut? Nein, ich weiß nicht mal, wo es ist. Warum hast du mich dann attackiert? Ich dachte, du bist einer von Dodgers Geldeintreibern. Aha. Du hast Schulden bei Dodger und hast die reiche Ernte deiner Mutter als Pfand verwendet. An dem Abend hatte ich eine Glückssträhne. Es ging um so viel Geld, dass wir Jensens Land hätten kaufen können. Mama und ich hätten wieder Wasser gehabt und hätten uns ein schönes Leben machen können. Aber dann lief alles aus dem Ruder. Und ich hab den Kürzeren gezogen. Hat Dodger also das Mehl geklaut? Zum Tilgen der Schulden? Ich glaube nicht. Dann hätte er mich einfach zwingen können, es ihm zu bringen. Hätte ich auch. Für sowas ist er zu faul. Aber weißt du, sag ihm das bloß nicht. Was bedeutet das alles? Du hast das Mehl gestohlen, Theresa. Ihr Pilger seid doch wirklich irre. Der ist durchgeknallt, Mama. Halt die Klappe und hör mir zu. Es reicht mir langsam mit dir. Alleine hätte Benny das niemals geschafft. Dafür ist er nicht clever genug. Nicht böse gemeint. Schon okay. Bei dem herrscht halt Durchzug zwischen den Ohren. Mama? Na gut. Ich war es. Aber mir blieb keine andere Wahl, Aiden. Wir haben uns an dieser Ernte monatelang die Finger wund gearbeitet. Es hätte monatelang gereicht. Hätte Brot für den ganzen Bazar ergeben. Aber weißt du, was Dodger damit gemacht hätte? Er hätte es uns zum dreifachen Preis zurückverkauft. Am Ende hätten wir für unser eigenes Mehl bezahlt. Unfassbar. Alles wegen eines blöden Kartenspiels. Das hätte uns ruiniert. Das durfte ich nicht zulassen. Niemals. Also, wo ist das Mehl denn nun? Unter dem Wasserturm. Bitte versteh mich. Dodger darf es nicht bekommen. Wieso nicht? Er hat es ehrlich gewonnen. Dodger! Ehrlich! Dass ich nicht lache. Er ist ein Betrüger. Jeder weiß das. Bloß beweisen kann es keiner. Okay, angenommen, du hast recht. Wäre dann ein Kompromiss möglich? Können wir ihm was anderes geben? Typen wie Dodger sind nie sonderlich kompromissbereit. Er muss mit sich reden lassen. Sprich mit ihm. Bitte ihn um Aufschub. Bitte. Wir flehen dich an. Na, ich werde drüber nachdenken. Du bist unsere einzige Hoffnung. Werd jetzt nicht melodramatisch, Benny. Der Pilger weiß, was er macht. Fuck, was ist denn hier passiert? Wasser, wir haben Wasser. Was ist hier los? PKs, sie haben uns nach Waffen durchsucht, haben unsere Molotow-Cocktails gefunden und sind dann durchgedreht. Haben jeden in Sichtweite abgeschlachtet. Da hat uns scheinbar jemand auflaufen lassen. Wer? Und wo sind die Bomben für Alberto? Wir konnten ein paar davon rausschicken. Die Kuriere haben sich zuletzt in der Nähe des Star Square gemeldet. Dann Funkstille. Alberto, die Sprengladungen sind verschwunden. Ich gehe zum Star Square. Da wurden sie zuletzt gesehen. Oh, je. Ganz genau. Ja? Sei vorsichtig. Irgendjemand hat uns verraten und verkauft. Finde die Ladungen. Ohne sie kann der Plan nicht laufen. Ich tue, was ich kann. Ich melde mich. Yeah.
Haben die Picards den Transport überfallen? Sie haben alles und jeden durchsucht. Die Bomben haben sie gefunden. Sie hatten sicher einen Hinweis. Haben sie alles mitgenommen? Weiß nicht. Auf einmal bekamen sie Angst. Was? Wo sind die Sprengladungen? Hey! Sie waren auf dem Hof. Komm, vielleicht haben sie ja nicht alle geklaut. Zum Glück sind die Infizierten aufgetaucht. Da sind alle abgehauen. Die Bomben haben sie wohl liegen lassen. Komisch, dass sie die nicht genommen haben. Waren doch kaum zu übersehen. Trottel. So ein Scheiß. Oh.
Alberto, ich habe die Sprengladungen. Großartig, sehr gut. Worauf wartest du dann noch? Komm wieder her! Schon unterwegs. Sind's Lilien, Rosen? Sind es nicht? Denn diesen Duft verströme ich. Wir haben Stroh im Gehirn. Die Wolken waren gestern schon da. Oh, da hat aber jemand einen schönen Tag, hä? Oh, den schönsten jemals. Komm schon, schnupper mal. Schnuppern? Woran? An mir. Der Gestank ist weg, nicht wahr? Also, wie rieche ich? Mehr nach Lilien oder nach Flieder? Was denkst du? Keine Ahnung. Flieder? Flieder. Der liebste Duft meiner Madeline. Madeline? Endlich kann ich der wunderbarsten Frau der Welt ohne Scham gegenübertreten. Und alles dank dem Mann, der die Hähne öffnete für die... Moment mal. Heilige Scheiße, du bist das? Bist du Aiden? Möglich. Wenn das so ist, kann ich dich um etwas bitten? Es gibt da etwas ganz Bestimmtes, das ich meiner Madeline geben möchte. Okay, was? Ein rotes Kleid aus dem alten Kleiderladen am Anfang der Station Road in Quarry End. Das mag vielleicht komisch klingen, aber Madeline... Sie hat mal so ein Kleid getragen. Es wird unsere Erinnerungen an früher zurückbringen, bevor all das hier geschehen ist. Bevor ich dort hineinkomme, bin ich alt und grau. Verstehst du? In der Zwischenzeit hat irgendein feiner Schnösel meine Madeline umgarnt. Okay, du hast also nicht viel Zeit. Genau. Schau mal. Siehst du das Bild hinter mir? Dort siehst du, wonach du suchst. Wer auch immer die Haut vom Gesicht ihres Commanders geschält hat, war ein richtiger Psycho. Ja.
Hey, Horace, ich hab's gefunden. Heiße Scheiße! Hör mal, Aiden, eine Sache noch. Ich hab dein Gesicht gesehen, als du mir gesagt hast, wie ich rieche. Du hast gelogen, nicht wahr? Was? Hör zu, ich... Entspann dich. So ist es nun einmal. Ich weiß, hab mich mit Blumen eingerieben, aber es hat nicht geholfen. Ich möchte dieses Date mit Madeline wirklich nicht verbocken. Ich brauche Parfum, Aiden. Wenn du für mich zur alten Apotheke auf der Market Street gehst, wäre ich dir auf ewig dankbar. Wenn du das machst, kann ich dir etwas dafür geben. Vertrau mir, du wirst es nicht bereuen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, ich hab das Parfum. Horace? Aiden. Es ist so. Die Situation. Sie hat sich geändert. Geändert? Hör zu, Horace, wenn du mich jetzt bittest, noch eine weitere Sache für dich zu holen, dann. Nein, nein, das sollten wir nicht über Funk besprechen. Komm her, so schnell du kannst. Entschuldige, ich muss kurz mit meinem Freund sprechen.
Lass mich nicht zu lange warten. Ist das Madeline? Ich weiß, was du denkst, aber so ist es nicht, Aiden. Sie war es, die mich angemacht hat. Dieses Bad, Mann. Es hat mir wohl... Es ist das Selbstvertrauen, Mann. Frauen spüren das. Was ist mit Madeline? Ich liebe sie, weißt du? Aber hast du Ada gesehen? Ich war noch nie in der Nähe einer solchen Schönheit. Und es ist doch toll, mit ihr zu reden. Und wir klettern beide gern. Und sie lacht über meine Witze. Das machen wohlgemerkt nicht viele. Sie ist zu mir gekommen und hat sich irgendwie an mich gehängt. Verdammt. Verdammt! Für wen entscheide ich mich nur? Manchmal ist eine bittere Wahrheit besser als der süße Duft einer Lüge. Du kennst diese Ada kaum, oder? Aber so wie du dieses Bild von Madeline angeschaut hast und wie du nach der ganzen Zeit noch an sie denkst, so etwas passiert selten. Da hast du wohl recht. Du bist jung, aber ich nehme an, dass du schon einiges gesehen hast als Pilger. Das geschält hat. Wäre alles leichter gewesen. Ich hab schon bei der Kirche gesucht, aber da war er auch nicht. Kommt schon, Jungs. Buddy ist jetzt auch euer Freund. Helft mir suchen. Das ist jetzt ungünstig, Dominic. Lass jetzt bitte meine Jungs in Ruhe. Aber was, wenn ihm was passiert ist? Wir müssen irgendwas tun. Scott! Mo! Sagt was, ich frage euch ganz lieb. Bitte. Vielleicht kann dein Onkel dir ja ein Haustier oder so etwas kaufen. Er scheint ja ein wohlhabender Mann zu sein. Lass meine Jungs jetzt in Ruhe. Hey, Sie sind es, Mister. Haben Sie Buddy irgendwo gesehen? Also, habt ihr ihm noch gar nichts erzählt? Tut mir leid, Junge. Buddy ist tot. Aber er starb, als er deine Freunde gerettet hat. Sie haben es mir gerade erst selbst erzählt. Wir wussten nicht, wie wir es dir sagen sollten. Deshalb habe ich gesagt, du sollst bitte gehen. Ich wollte nicht so hart sein. Es ist nur... Es ist so ein Schock. Es tut mir leid. Dominic, ich... Danke, dass du meine Söhne beschützt hast. Und Dominic. Er ist noch so jung. Und du? Vielleicht seid ihr Pilger am Ende nicht einfach nur Kriminelle. Hier. Pass auf dich auf. Okay, machen wir es ein bisschen spannender. Noch einen Hunderter. Niemals. Außer wenn wir 10 Sekunden von der Zeit abziehen. Okay. Wow, riskant. Das war doch eh schon fast unmöglich. Na, das wollen wir erst mal sehen. Aiden, hast du mein Mehl gefunden? Genau deshalb bin ich hier. Theresa und Benny sind in großer Not. Kannst du ihnen die Schulden erlassen oder ihnen mehr Zeit geben? Niemals. Ich bin doch kein Wohltäter. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Benny hat freiwillig mitgepokert. Ein Mann, der seine Schulden nicht zahlen kann, ist kein Mann, oder? Dumm ist der, der Dummes tut. Vielleicht lernen sie draus, wenn sie wirklich komplett alles verloren haben. Weißt du was, Aiden? Ich glaube, ja, ich wüsste was, wovon wir alle etwas haben. Das Mehl interessiert eh keinen. Soll ich jetzt Bäcker werden oder was? Nein, ganz sicher nicht. Aber was man mir schuldet, will ich. Ich habe eine Wette mit Urban laufen. Hey, wow, das ist nicht fair. Der nicht. Der läuft Mauern hoch. Klar ist das fair. Es gibt keine Regel, die dagegen spricht. Hey, pass auf. Wenn du das packst, bekomme ich von Urban mehr, als ich mit dem Mehl verloren habe. Und dir kann ich auch was abgeben. Was meinst du damit? Also, auf der Kirchturmspitze ist eine, so eine Art Fahne.
Vom Boden sieht man es nicht, aber diese Fahne, naja, es ist nie wirklich eine. Also, du wirst schon sehen. Urban und ich haben gewettet, ob ich jemanden finde, der sie uns stibitzen kann. Seit Jahren erhöhe ich meinen Einsatz und Urban zieht jedes Mal mit. Mittlerweile geht es um so viel, dass es jammerschade wäre, es nicht zu versuchen. Ich habe es nicht eilig. Geh du lieber weiter mit dem Einsatz hoch, bis es irgendwann lustig wird. Was? Scheißt du dir plötzlich in die Hosen? Nein, ich mache mir nur Sorgen um dich. Eine Niederlage würde dich ruinieren ohne dein Mehl. Wenn Aiden mitmacht, bin ich dabei. Das Zeitlimit ist knallhart, aber ich vertraue Aiden. So, bist du dabei? Kann losgehen. Okay, dann mal los. Alles klar? 3, 2, 1, los. Mach hin, Aiden. Gib alles. Das ist eine schicke Sieht ihm recht. Es fordert er das Schicksal so heraus. Hab ich's nicht gesagt, Urban? Hab's doch gesagt. Darauf warte ich seit Jahren. Wir haben einen Gewinner. Die Unterhosenaufgabe ist gemeistert. Sehr gut, Aiden. Na schön, na schön. Reg dich ab, ja? Helme steht dir nicht gut, weißt du? Also, was hat's mit dieser Fahne auf sich? Das ist eine von Karls alten Unterhosen. Du hast Theresas und Bennys Leben für eine alte Unterhose riskiert? Es ging mir um die Wette selbst, aber die Unterhose hat Symbolcharakter.
Die Story dazu ist wirklich großartig. Niemand erinnert sich genau, aber vor langer, langer Zeit flog Karls Wäsche im Sturm von der Leine und landete auf dem Dach. Karl wollte eine Mission starten, um sie zu retten. Unglaublich, oder? Alle lehnten ab. Niemand konnte so hoch klettern. Wenn wieder Sturm ging, kam hin und wieder ein Teil runter, eine Socke oder auch ein Hemd. Aber Karls Unterhose flatterte munter weiter. Ich habe gegen Urban gewettet, dass ich jemanden finde, der sie uns holen kann. Und das habe ich auch geschafft. Erlässt du Theresas und Bennys Schulden nun? Schon vergessen. Und du, mein neuer Freund, hast mich gerettet. Nimm dies als Dank. Gelaufen. Gut. Er lässt dich jetzt wegen des Mehls in Frieden. Wow, wie hast du das denn geschafft? Ich habe eine Wette für ihn gewonnen. Eine komische Wette. Aber nun stehen wir in deiner Schuld. Und die können wir niemals begleichen. Dann begleiche sie, indem du dich bei Anna entschuldigst. Ja, natürlich. Oh, was habe ich nur getan? Ich mache es sofort. Vielleicht ist die Freundschaft noch zu retten. Ich war so ein Idiot. Das ist alles meine Schuld. Bleib in Zukunft einfach sauber. Für dich selbst, aber vor allem für deine Mutter. Das war knapp. Wo ist dein Vater? Da bist du ja. Nur zwei? Den Rest haben die Picards. Wir brauchen... Ich kann nicht ohne... Nitrat. Wir brauchen Dünger. Mit dem können wir mehr Sprengstoff herstellen. Die alten Nightrunner haben alles. Auf jeden Fall alles, was wir für mehr Bomben brauchen. Ich kenne da einen. Lebt auf einem Dach. Ob Freund oder Feind, wer weiß. Killian. Kennst du ihn? Killian? Hakons Kumpel? Ja, Killian. Ich werde dir erklären, wie du... Ich weiß, wie man hinkommt. Danke. Eden. Killian. Killian. Hier ist Eden. Bist du da? Killian! Hakon. Damals dachten wohl alle die Bingo. Alberto? Ich hab den Dünger. Hier ist Vincenzo. Vincenzo? Kann dich kaum hören. Die PKs. Sie haben hier alles durchsucht. Kann jetzt nicht. Der Verräter. Er hat uns alle verkauft. Aiden. Papa ist schon vor zum Windrad.
Triff ihn da. Ich komme, sobald ich kann. Nur sorg dafür, dass Papa den Dünger bekommt. Okay, ich werde mein Bestes geben. Beeil dich. Sie sind mir auf den Nerven. Ich komme hier nicht wegreden. Die nächste Patrouille. Du musst das ohne mich machen. Geh zu meinem Papa. Ich verfolge das Ganze über Funk. Dein Papa und ich? Hältst du das für eine gute Idee? Uns bleibt keine andere Wahl, Aiden. Mach! Bitte! Dieser Plan bedeutet meinem Vater alles. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber Papa ist ein wenig unbeholfen und erhält nicht den Respekt, der ihm gebührt. Das ist die Chance, Karl und Sophie und allen im Bazar zu beweisen, dass sie falsch lagen. Ihnen zu zeigen, was Papa kann, was er drauf hat. Danach ist er der Held des Bazars. Er wollte schon immer so was Großes machen. Tja, genau das macht mir Angst. Ich bin über Funk bei euch. Hallo? Vincenzo? Hallo? Vincenzo, ich höre dich nicht. Stimmt das nicht? Was? Was muss ich? Das Bett dran. Es stimmt. Ich hab den Dünger. Bist du sicher, dass du das kannst? Klar doch. Und wenn nicht, na, dann kann ich ja immer noch Vincenzo fragen. Das Windrad stört das Signal zu stark. Der Funk funktioniert nicht. Ah, ja. Da wird mir schon noch was einfallen. Ist ja kinderleicht. Sicher? Er hat mir alles erklärt. Entspann dich. Wir packen das. Du und ich, wir packen das. Wird schon... klappen? Wie ich schon sagte, kinderleicht. Die Bomben sind bereit. Du bist dran. Nimm die Bomben und bring sie an Vincenzos Markierungen an. Bomben platzieren. Was soll da schiefgehen? Kinderleicht, hä? Yep, so ist es. Wie ich schon sagte. Ausspucken, wer Lucas getötet hat. Jetzt bist du dran.
Du hast es so gewollt. Die Sprengsätze sind am Platz. Zeit für das Feuerwerk. Möchtest du das machen? Ich weiß, wie viel dir das bedeutet.
Der Zünder funktioniert nicht. Ich fürchte, die Störung durch das Windrad. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Das Windrad steht noch. Der Rotor dreht sich ja noch. Schau. Vincenzos Berechnungen. Die stimmen nicht. Das habe ich ihm nun repariert. Das muss hinhauen. Es ist mal. Was machst du? Eine scharfe Bombe? Bevor die PKs anrücken, gebe ich dir eine scharfe. Eine scharfe. Fernzündung ist zu unsicher. Wegen der Funkstörungen. Was jetzt? Die hier jagt garantiert das komplette Windrad in die Luft. Wie viel Zeit habe ich? Mal sehen. Die geht jeden Moment hoch. Lauf! Und wo soll sie hin? Wohin? Du musst zurück! Und? Tu sie auf! Platzier sie auf! Die muss auf! Muss sie unten ans Windrad? Nein! Das bringt gar nichts! Wo soll sie hin? An den Generator? Nein, bloß nicht. Sie muss an den Rotor. Da oben. Du musst hochklettern. Ganz nach oben? Im Ernst jetzt? Die Bombe tickt, Aiden. Meinst du wirklich, jetzt wäre die Zeit für Scherze? Schneller! Weiter! Hallo? Alberto?
bin unterwegs. Diese dreckigen Bastarde. Was habt ihr mit ihm gemacht? Hör auf, hier rumzuhüpfen. Du Idiot! Bereit? Das nenne ich mal eine Bombe. Meine Bombe. Du hast sie echt toll erwischt. Wir haben sie herrlich erwischt. Ohne dich würde das Windrad noch stehen. Fast so schön wie das Feuerwerk 1900. Ich bin alt. Und du wirst auch noch älter werden. Hör bloß auf, Eden. So verwirrt bin ich nun auch nicht. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, was alle über mich denken. Klar weiß ich das. Sag allen, dass wir das nur wegen Vincenzo geschafft haben. Okay? Und alles dank dir, Alberto. Nein. Vincenzo gebührt der Dank, okay? Sie lachen ihn aus. Meinetwegen. Aber nun, da wir das hier geschafft haben... Würden sie nicht mehr lachen. Verstehst du? Sein alter Herr ist keine Witzfigur mehr. Hat die Peacekeeper zum Rückzug gezwungen. Sag allen, dass er es war. Versprich es mir. Okay, mach ich. Und sag ihm, bitte sag ihm... Ja, wird gemacht. Sag ihm, wie stolz ich bin. Das habe ich ihm noch nie gesagt. Sohn, ich bin stolz auf dich. Sag ich ihm. Versprochen. Es gibt da was, um das ich mich vorher kümmern muss. Du kapierst es nicht. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. So, jetzt können wir ins Stadtzentrum, weil alle abgelenkt sind. Ich habe Alberto versprochen, seinem Sohn was auszurichten. Willst du deinen Job erledigen oder lieber den Postboten spielen? Es gibt schlechte Nachrichten, Hakon. Alberto ist tot. Aha. Aber die U-Bahn-Tunnel sind leer. Eine bessere Gelegenheit gibt es vielleicht nie. Bist du sicher? Ich muss Vincenzo finden, Hakon. Das habe ich versprochen. Du bist also ein Postbote. Beeil dich. Erinnerst du dich an Sarah und Jana? Wenn du fertig bist, treffen wir uns bei ihnen, falls du da noch lebst. Yeah.
Danke. Mein Name ist Wash. Aiden. Sehr edel von dir, einen Feind zu retten. Du bist nicht mein Feind. Aber jetzt stehen wir, wie sagt man, auf unterschiedlichen Seiten? Wir stehen auf derselben Seite, wenn es um die Infizierten geht. Was machst du hier? Tut mir leid, aber das ist streng geheim. Du bist also ein Spion. Sollte ich die Leute hier vor dir warnen? In Ordnung, ich sag's dir. Es ist ein Geheimnis, allerdings kein Militärgeheimnis. Ich sollte hier ein Mädchen treffen. Aus dem Bazar. Ich sehe hier niemanden. Sie hat dich offenbar versetzt. Das ist kein Date. Wir wollten die Stadt verlassen. Vor die Mauern kommen. Das ist nicht so einfach. Wir finden einen Weg. Warum wollt ihr abhauen? Chloe hat genug davon, dass im Bazar alles knapp geworden ist. Besonders das Wasser. Aber der Bazar hat doch jetzt Wasser. Chloe weiß das noch nicht. Sie lebt außerhalb des Bazars. Dann geh doch und schau nach ihr. Mach ich. Und kann ich dich um was bitten? Um Zeit zu sparen? Ich gehe zu Chloes Wohnung. Kannst du zu ihrer Freundin Liz? Chloe ist immer bei ihr. Sie wohnt in Wuthering Mews 25, dritter Stock, über dem alten vegetarischen Restaurant. In der Nähe der Klinik. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Sag mir über Funk Bescheid, wenn du da bist. Ich suche Chloe. Wozu? Sie ist nicht da. Wash, Chloe ist nicht hier. Sie ist auch nicht zu Hause. Aiden, sie muss bei Liz sein. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein sollte. Gehst du irgendwo hin? Geht dich nichts an. Chloe ist gegangen. Und zwar für immer, verstehst du? Sag Wash, er soll sie vergessen. Chloe ist ohne ihn gegangen. Sie ist gegangen? Oder ist sie dabei zu gehen? Mit dir nehme ich an. Vielleicht. Warum gehen? Es gibt wieder Wasser. Gestern gab es Krieg ums Wasser und morgen ist es wieder was anderes. Hier fließt immer Blut. Wir haben genug davon. Wir wollen es woanders versuchen. Wir, das heißt du und Chloe. Was ist also mit Wash? Wash? Er war nur unser Ticket nach draußen. Das war alles. Jetzt kann er sich verpissen. Ich konnte nichts machen, Chloe. Wash? Chloe. Warte, das ist also Chloe? Ich bin nur Frontfutter. Mir hat keiner gesagt, was passieren würde. Bitte, geh nicht ohne mich. Lass mich mitkommen. Wir drei. Liz wird dagegen sein. Dann überzeug sie. Aiden, komm schon. Bitte, sag was. Du warst doch draußen. Du weißt, wie es außerhalb der Mauern aussieht. Außerhalb der Stadt schafft ihr es eh nicht. Zu zweit, zu dritt, völlig egal. Ihr wisst nicht, was euch bevorsteht. Wir könnten hierbleiben, Chloe. Ihr habt doch jetzt Wasser, stimmt's? Ist mir scheißegal. Ich will hier weg. Wie wollt ihr an den PKs vorbeikommen? Wir überlegen uns schon was. Und wie wollt ihr ohne UV-Lampen überleben? Du hast recht. Der ganze Plan war von Anfang an dämlich. Du bleibst also hier? Ich bleibe hier. Aber ich möchte dich nicht mehr sehen. Was? Du warst ein Mittel zum Zweck, Wash. Wenn wir hier bleiben, dann war's das. Aber Chloe.
So war das einfach nicht geplant. Tut mir leid. Zum Teufel mit dir, Aiden. Danke für den Rat. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich wünsche ihm nichts Böses. Wirklich nicht. Ich möchte jetzt alleine sein. Ich muss einiges verarbeiten.